Hallöchen! Hallo ihr und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt's mal wieder einen Content, der noch weniger zu meinem Content passt als mein restlicher Content. Punkt 1, ja, ich weiß, ich bin der schlechteste Kameramann der Welt. Punkt 2, ja, ich weiß, ich bin noch weiser als Schneeflittwittchen. Punkt 3, meine Lippen sind noch trockener als trocken, ich weiß. Was kommt eigentlich nach 3? Punkt 4, meine Augenbrauen sind noch wildwüchsiger als der Tod. Nun gut, nachdem wir jetzt alle Body-Shaming-Punkte abgearbeitet haben, können wir zum eigentlichen Inhalt des Videos kommen. Und das machen wir jetzt. Wackel die Wackel. Und nicht wundern, ich habe heute hier mal so ein doofes Ansteckmikrofon. Das heißt nicht Ansteckmikrofon. Ein Lavalier angesteckt, was ich ja eigentlich überhaupt nicht mag. Aber wenn ich hier jetzt so durch die Wohnung kurve und cruise, dann gibt es noch mehr Hall. Hall, Hall. Ah, oh, wie süß! Das Vogel draußen schnappt sich gerade Heu. Ich drehe ganz schnell. Bleib da, Vogel, bleib da! Man hat eh nichts gesehen, gell? Ach ja, und bitte nicht wundern, dass es hier so wüst ausschaut. Meine Haushälterin Concepzione hat heute irgendeinen wichtigeren Termin, als meine Wohnung aufzuräumen. Und deswegen schaut es jetzt hier so aus. Na super, kann ich halt da nicht hinfilmen oder ich gebe der Concepzione die Schuld. Das ist Concepzione. Den schlimmsten Teil habt ihr jetzt überstanden. Jetzt drehe ich nämlich die Kamera. Mach dieses Licht. Den schlimmsten Teil habt ihr jetzt überstanden. Ich drehe die Kamera jetzt um. Was bedeutet, dass ihr mich jetzt vor erst nicht mehr seht, sondern das Problem, das ich habe. Gut. Umdrehen bitte. Achso, das muss ich selber machen. Raschel, ich bin so ein Voll. Ja, ich bin ein Idiot halt einfach. Ein bisschen runterkurbeln. Kurbel die Kurbel. Haben wir es jetzt? Na Halleluja. Treten wir nun ein in den Raum der Schande. Mein Ankleidezimmer. In dieses gelangt man ja, also ich, wie gesagt, es ist Chaos pur. Da, ja, da irgendwo, da sitze ich und schreibe und so weiter, trinke ich 2 Tassen Wasser, esse Weihnachtsplätzchen im März. Aber sie sind immer noch gut. Also ich friere Kekse immer ein, weil ich viel zu viel backe. Egal, darum geht's nicht. Was ist halt los? So, also, von hier aus schreiten wir in mein Ankleidezimmer. Genau. Und der Struggle is real. Also, ich habe hier mal die Türen kurz aufgemacht, aber ich werde die wieder zumachen, weil die sind im Weg. Einmal zu, zweimal zu, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Die ist schon zu, die da. Und die ganz hinten ist auch schon zu. So, worum es jetzt geht. Ich brauche mal eine Ecke, wo man alles drauf bekommt. Boah, dieser Raum ist so furchtbar geschnitten. Das ist eh mitunter ein Grund. Warum bitte geht das nicht drauf? Ich gehe mal raus. So, man öffnet mir die Balkontüre. Mann, ich gehe rückwärts raus und alle halten mich für verrückt da draußen, aber es ist mir wurscht. So, man sieht die auch nicht mehr. Ach Gott, meine Güte, meine Güte, meine Güte. So, worum es geht. Es ist dieser Raum, der nicht staubgesaugt wurde. Danke, Concepzione. Aber das bringt überhaupt nichts, dass da die Tür offen ist. Und mit diesem Raum bin ich sehr unzufrieden. Der Raum hat ungefähr 16 Quadratmeter und ist, wie man sieht, alles andere als glücklich geschnitten. Man fängt schon mal an mit der Balkontüre nach draußen, die irgendwie so in der Flucht ist, was zu bedeuten hat, dass man hier links eigentlich kaum Schränke. Da ist ein, da draußen ist ein Kissen, das ich rausgeholt habe für, nee, eine Decke. Die Sommerdecke ist das schon, genau, weil es schon so warm ist. Hier kann man nichts wirklich hinstellen, weil sobald da was steht, kommt man irgendwie nicht zur Tür dazu. Mein Ohr ist beschlagen. Kurze Pause. Ja, und das erschlägt einen. In einem anderen Video habe ich ja diesen Quarkschrank in den Himmel gelobt. Ja. Und jetzt verfluche ich dich, ich verfluche dich. Ach, der passt so überhaupt nicht in meine Wohnung und den wäre ich nicht los und der war so teuer. Da habe ich eigentlich schon gesagt, worum es geht. Es geht um diesen Raum, mit dem ich einfach sehr unzufrieden bin, weil der ist irgendwie... Ja, die Schränke sind herin, aber sonst passt nichts rein. Chepper, die Chepper. Ach, ich mache hier mal die Tür zu.
Zack. Zack. Da hinten in der Ecke steht ein Alex von IKEA, davor ein Baumrest, darauf eine Festplatte, mein Allergiepass, ein paar Weihnachtsfotos und sonst nix. Ich meine, ist das nicht die hässlichste Ecke Mauer der ganzen Welt? Wie schaut denn das aus? Da muss man sich ja schämen. Vorm Alex steht so ein Billo-Scheißklumpert von Amazon. Ich meine, da habe ich jetzt auch eine Frage an euch. Findet ihr das nicht auch mega arg eigentlich, dass auf Amazon schon so viel Billo-Schrott und Billo-Scheiße aus China verkauft wird, aber zu mitteleuropäischen Preisen? Das ist nämlich so eine, ja, was ist das? So eine Fotowand, die aber für nichts zu gebrauchen ist. Furchtbar. Ah. Naja, davor, weiter im Programm, davor steht so ein ausrangiertes kleines Billy, das jetzt einfach so als Ablage für alles und nichts herhalten muss. Da sind neue Dogmaten, hallo Babys, die da links unten, die sind auch relativ neu, aber die habe ich jetzt schon länger. Und gelbe kommen dann heute oder morgen noch. Wenn es jetzt noch klingelt, dann nehme ich es noch rein ins Video. Nö, wieso eigentlich? Ist ja kein Fashion Haul. Naja, und das steht da. Und ich habe einfach keine Ahnung, was ich aus diesem Raum machen soll. Ich meine, diese Schränke hier werden, da sind noch so ein paar Einlegeböden, die noch übrig sind. Und diese Schränke hier werden ja ziemlich sicher so bleiben, wie sie sind. Ich muss mir dann ein Wasser holen. Ich bin so ausgetrocknet. Da! Was soll ich hier hinten mit dieser Ecke machen? Da brauche ich bitte wirklich eure Hilfe. Am besten wäre es vielleicht sogar, wenn ihr mir einfach direkt links ins Kommentarfeld reinkopiert, zum Beispiel von Pinterest oder irgendwelchen Blogs und Webseiten oder irgend sowas. Hat zwar zu bedeuten, dass ich diese Links bzw. Kommentare freischalten muss in der Kommentarfunktion, weil es eben Links beinhalten, aber das ist ja wurscht. Das ist eigentlich vollkommen irrelevant für dieses Video. Ich weiß nicht, vielleicht eine färbige Wand. Es wirkt hier jedenfalls alles sehr klein. Das sind, glaube ich, 3 Meter. Also das ist so eine 3-Meter-Wand minus der Tiefe von meinem Kleiderschrank, der hat 60 Tiefe plus 2,8 von der Tür plus 1,5 von der Eckleiste. Ja, ich und rechnen. Also das, was ich jetzt gesagt habe, minus dem, was ich gesagt habe, ist die Breite dieser Mauer. Man muss leider Gottes auch bedenken, dass diese doofe Tür aufgehen muss. Das ist so dumm geplant von den Architekten. Hallo, jetzt wird's unscharf auch noch. Ja, dann fokussierst du halt meine Hand. Irgendwie doof. Der Alex passt nicht mal gerade her, weil sonst die Tür nicht aufgeht. Also das sind 58 Tiefe oder 57 Tiefe. Hier. Diese Mauer, also gerade so, dass sich ein tiefer Packschrank nicht ausgeht hinter der Tür, aber halt eh nicht viel Sinn gemacht. Ich drehe mich mal in eine andere Richtung, weil diesen Anblick kann ich nicht mehr ertragen. So, dann diese Mauer würde sich ja grundsätzlich auch für eine Farbe anbieten. Aber welche Farbe? Und wie mit der Tür da, weil ich hätte irgendwie gern so langsam mal eine farbige Wand, aber was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn das dann so rundherum so ausgeschnitten ist und dieser Betonbalken da oben, das ist, stellt euch vor, da ist jetzt eine Farbe da und dann hört es da oben auf, wie schaut denn das aus? Ach, ich weiß, ich habe Probleme. Tja, diesen Inhalt bekommt man hier halt, wenn man mehr Tayo Real Life haben möchte. Selber schuld und liebe Grüße an die E-Mail-Anfragen, die das haben wollten. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich zeige mal kurz wieder meine Fresse her. Hallo, ich bin noch dran. Super. Jetzt machen wir mal so. Ach, der alte Onkel Tayo setzt sich mal hin. Jetzt bin ich irgendwie im Bild. Hey! Ach na, der Hals ist ja furchtbar. Das wäre, wenn ich da sitzen würde, das wäre doch ein YouTube-Hintergrund oder irgendwie so. Und wenn ich die Türen aufmache, mit der Kleidung da drin, halt es ja auch viel weniger. Aber dann ist die Tür im Weg. Und wie mache ich das mit dem Licht? Wie mache ich das mit dem Blick schon? Also, geht zu. Ich brauche bitte unbedingt einen Kameramann. So? Ja, genau so. Nö. Ach Gott.
und meine Haare sitzen da überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, Punkt 5 oder 6 zu Beginn, zum Bodyshaming by myself. Was soll ich mit diesem Raum machen? Dann geht's weiter, weil hier im Raum gibt es nämlich noch ein Problem. Und zwar die Aufteilung meiner Schränke. Dazu muss ich leider sagen, wirklich leider glaube ich, dass das hier, was haben wir denn, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 1, 2, 3, 4, genau, dass die 4 Meter Schränke hier nicht meine einzigen Schränke sind. Das heißt, im Schlafzimmer habe ich nochmal 3,50 Meter, aber wie wir jetzt ja alle wissen, war Konzeption nicht hier. Das Schlafzimmer ist nicht aufgebettet, also das Bett im Schlafzimmer ist nicht aufgebettet, deswegen kann ich euch leider nicht mit dahin nehmen, aber wir haben hier noch so viel zu tun. Heute häng ich. Oh Gott. Ach, muss Mist. Habe ich Schuppen? Nö. Aber schau mal, guck mal. Ich mache jetzt mal meine Schränke auf und dann drehe ich euch wieder um und dann rede ich weiter. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt haben wir Finstern, prima. So. Und nachdem der Raum eben kaum Tiefe hat, warum ist denn da jetzt derart finster? Machen wir mal mein Mega-Licht an. Was ist das Licht hier? So. Ich glaube, am besten ist es, wenn ich rausgehe aus dem Raum. Aber ohne Licht ist es... Nee. Ach. Die momentane Aufteilung meiner Schränke im Ankleidezimmer, ja, sind nicht die einzigen Schränke, schaut so aus. Da unten habe ich T-Shirts. Da in der Mitte in so einer doofen Schublade. Nee, sie ist doof, aber ich finde sie zu überteuert. Ach, die ist neu, auf die habe ich schon vergessen. Ah, da freue ich mich schon im Sommer. So, Entschuldigung. Kurze Hosen, Polos und bunte Hemden, Kurzarmhemden und so weiter. Da unten, ne, wie geht's da mit dem Licht? Sieht man irgendwas? Ein paar Hosen und ein Bein, das ständig gegen die Kamera stoßt. Was haben wir hier? Pullover. Die habe ich hier sehr so eingerollt. Die würde ich aber irgendwie sehr gerne aufhängen. Wo wir jetzt schon zum Problem kommen. Ich habe keinen Platz zum Hängen mehr. Ach, da oben so Sachen, die nicht hergezeigt werden können. Nö, da sind so Sachen drin, die ich auf Kleiderkreisel und so weiter hergebe. Und Kleiderbügel sind ja ganz viel drin. Hier haben wir Langarmhemden, ein paar Ponchos, ein paar Anzüge, ein paar Trachtenhosen, ein paar, zwei. Dann geht es hier direkt weiter mit ein paar Jacken. Da ist wieder so Gerümpel drin, die bleibt so. Und hier ein paar Schuhe. Wenn man sich ein altes Video von mir anschaut, das mit Minimalismus und Kleiderschrank aussortieren und so weiter und so fort, dann sieht man, also dann kann man vergleichen, dass es schon deutlich weniger Schuhe sind. Und hier ist sogar Platz. Hier. Nö, da ist schon, Nachschub unterwegs, weil ich habe so zwei, drei Paar noch drin, die so tot getrampelt sind, die ich jetzt einfach entsorgen muss. Da ist auch niemandem was geholfen, wenn ich die hergebe. Hier ist Privatkram drinnen, ja, in der linken Abteilung. Und ganz hinten in der rechten Abteilung ist Büro und Papierkram und so ein Zeugs. Ich finde es nämlich sehr praktisch, dass man die Packschränke auch als Büroschränke verwenden kann. Da kann man natürlich nicht die eigenen Holzbretter verwenden, weil die biegen sich ja schon durch ihr Eigengewicht durch. IKEA, was denkt ihr euch dabei? Das sind die dümmsten Bretter, die ihr jemals auf den Markt gebracht habt. Da braucht gar nichts drauf sein, die biegen sich durch, weil sie selber so schwer sind. Grundsätzlich eh ein Qualitätsmerkmal, weil viel Masse vorhanden ist und nicht so hohl, Pressspan, irgendwas kann man, Luftkammern drin, wie bei anderen Sachen von euch. Aber, Hirngreifen, also ich mir Hirngreifen. Deswegen Hirngreifen, weil ich mir das trotzdem immer wieder kaufe. Ah, ich bin so süchtig, ich bin Opfer. Ich brauche Hilfe für eine neue Aufteilung. Hier mal eine Übersicht da oben in den Boxen, das biegt sich auch mega durch. Da sind auch diverse Sachen drin. Wo war jetzt was? In der Mitte, na rechts. Rechts ist so eingewinterte Bettwäsche.
In der Mitte war das, glaube ich, genau das mit den dreckigsten Griffen. In der Mitte ist Kamera-Equipment, also Stative und Softboxen und sowas. Das hasse ich ja wie die Pest, das Aufbauen, deswegen bleiben die da drin. Und hier oben ist die Kostümabteilung. Ich bin ja so ein Karneval-Mädchen und ein Halloween-Freak. Und da sammelt sich halt so einiges an. Ja, Schuhe so und so. Und ich möchte meine Pullover hängen. Eventuell habt ihr ja eine Idee, warum schnaufe ich so? Ich brauche mal ganz kurz ein Wasser, einen Moment. Diese komischen Burger-Dinger, die laufen jetzt bald ab, deswegen muss ich heute noch Zucchini-Burger machen. Ich bin ja Veggie, wie wir wissen, also ich weiß es. Ich bin so durstig. Das Video hat jetzt so überhaupt gar keinen Sinn gemacht, deswegen stellen wir das jetzt mal wieder runter. Stativ nach unten. Ich habe gerade, aua, da kann man sich ja nicht anlehnen. Oh, ich habe vorhin gerade, oh, was ist denn mit dem Licht? Oh mein Gott. Ich habe vorhin jetzt gerade den Schreck meines Lebens bekommen, weil ich gedacht habe, dass ich die Kamera nicht, die Kamera schon eingeschalten habe. Nun ja nicht, aber nicht auf Play gedrückt habe, also auf Aufnahme. Das wäre der Horror gewesen. Jetzt sitze ich da, bin verzweifelter als vorher und habe mein ganzes Konzept und meine Gedankengänge verloren. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich weiß das gerade selbst nicht. Ich gehe jetzt einfach mal einen gemütlichen, leckeren Cappuccino trinken und dann, wenn ich wieder zurück bin, dann schneide ich das Video, wobei ich jetzt nicht viel zu schneiden haben werde, weil ich einfach alles drehen lasse. Ja, und dann mache ich mir einen schönen Abend. Wow, mein Leben ist so interessant. Boah, ich schwör's euch, wenn das jetzt nicht funktioniert hat, dann drehe ich durch. Es hat nicht funktioniert. Ah. Hallo Vogelbaby. Wenn ihr mehr solcher komischen Tayo ist zu Hause und zeigt, wie er wirklich ist, Videos sehen wollt, ich nenne das Vlog, obwohl es kein Vlog ist, das ist mir egal, weil irgendwie muss man es ja nennen, nein, muss man nicht, aber ich mag es einfach, dann lasst mich das gerne wissen. Und wie wir ja auch alle wissen, unterstützt es mich sehr, wenn ihr mich abonniert und dabei die Glocke aktiviert. Euch kostet's nichts und mich freut's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Bitte, bitte dranbleiben. Ach, aua, ich bin so alt.